Mo. Und Julia. Kata. Tonne. Eberhard. DJ. Rocky. Nelly. Spy. Nico. Alle sind dabei. Lasst uns in Disneys kurzer Pause. Schulstress. Ich will nach Hause. Pausenchecker. Chaos. Pflicht. Noch mehr Spaß verträgst du nicht. Disney's kurze Pause. Da sind wir alle bei dir zu Hause. In Disney's kurzer Pause. Was schaust du denn so dämlich? Hat bei dir jemand auf Pause gedrückt? Okay, jetzt bist du in Zeitlupe. Vielleicht wird's ja nochmal was mit Normaltempo. Julia. Jetzt hängst du auch noch. Stimmt was nicht mit dir? Ja, also deine neue Frisur. Ah, du hast sie bemerkt. Und? Wie findest du sie? Ja, also sie betont dein Gesicht auf so wunderbare Weise. Heißt das, meine alte Frisur hat mein Gesicht nicht auf wunderbare Weise betont? Doch, doch, das vorher war ganz toll. Richtig super, richtig super. Hab ich dir vorher besser gefallen als jetzt? Nein. Genauso gut. Genauso gut? Ich war 5 Stunden beim Friseur. Du sagst, ich sehe genauso gut aus wie vorher? Ja, aber ich wollte doch nur... Ich weiß doch auch nicht. Du bist so ein Trottel. Ich rede nie wieder mit dir. Aber... Ich häng schon wieder. Kann man jemand vorspulen? Ja, also, wenn ich zu ihr sage, dass sie heute gut aussieht, denkt sie, dass sie gestern nicht gut ausgesehen hat. Und wenn ich zu ihr sage, dass sie gestern gut ausgesehen hat, denkt sie, dass sie heute nicht gut aussieht. Das ist so wahnsinnig werden. Hey, Flip, du hast recht. Selbstgespräch ist ein sicheres Anzeichen für beginnenden Wahnsinn. Oh Mann, Nico, bist du blöd. Ich habe gar keine Selbstgespräche geführt. Ich habe nur laut mit mir selbst. Ja, schon klar. Weißt du, was ich denke? Dein Gehirn vergisst zu filtern, was raus soll und was nicht. Und deshalb besorgst du einfach alles raus. Das ist echt fies. Der Nico ist echt ein blöder, böser. Siehst du, ich hatte recht. Aber schau mal. Ich habe eben diese Fernbedienung in der Chipshütte gefunden. Aha. Und? Ja, das ist eine ganz besondere Fernbedienung. In der Gebrauchsanleitung stand, dass man damit in der Zeit vor- und zurückreisen kann. Ja, klar. Und? Schon probiert? Nee, ich glaube doch nicht an so einen Quatsch. Deshalb wollte ich sie ja dir schenken. Jemand, bei dem die Filterfunktion im Gehirn beschädigt ist, kann doch damit bestimmt was anfangen. Nico, du bist sowas von... Stopp! Erst denken, dann reden, klar? Vermeidet Ärger. Und noch was, in der Gebrauchsanleitung stand, dass man niemals die Pausetaste drücken soll. Ich gehe da mal und du übst ein bisschen, deine Gedanken für dich zu behalten. So ein Penner, echt! Als ob ich meine Gedanken nicht für mich behalten könnte. Hey, selber Penner. Wie ist das denn passiert? Ich frage mich, wozu das Ding gut sein soll. Funktioniert bestimmt eh nicht. Flip, sag mal, hast du einen Moment Zeit für mich? Nur eine Minute, ich würde dir nämlich gerne was erzählen. DJ, bist du dir auch ganz sicher, dass es nur eine Minute dauert? Komisch, das haben die anderen auch alle gesagt und sind dann weggegangen. Aber deswegen freue ich mich ja total, dass ich dich jetzt getroffen habe und dass du sogar Zeit für mich hast. Ich habe gar nicht gesagt, dass ich Zeit für dich habe. Ach, du hast doch nie was Wichtiges vor. Also, ich wollte dir was Unglaubliches erzählen. Heute... Das funktioniert ja wirklich. So, und jetzt play. Das war's. Unglaublich findest du doch auch, oder? DJ, du glaubst gar nicht, wie unglaublich ich das finde. Danke! Wo willst du denn hin? Warte, ich kann dir doch noch viel mehr unglaubliche Sachen aus meinem Leben erzählen. Warte doch mal, also gestern mit meiner... Ja, na, wie geht's dir? Wow, du kannst ja ganze Sätze sagen. Aber fang bloß nicht wieder an, über meine Haare zu sprechen. Sonst muss ich auf der Stelle gehen. Oh, das wäre aber schade. Dann würdest du ja das Beste verpassen. Ach ja, was denn? Dass du dich endlich in Luft auflöst? Nein. Schau, ich habe ein Geschenk für dich. Oh, toll. Das ist ja nett. Perlenohrringe? Ich bin doch keine Oma. Ich hasse Perlen. Wie kommst du nur auf deinen kompletten Blödsinn? Du bist echt das Allerletzte. Das weiß doch jeder, dass ich im Moment total auf goldene Hängeohrringe stehe. Und zurück. Goldene Hänger, wo sind sie denn? Ah, hier. So, jetzt müsste es eigentlich klappen. Und Start. Hi, Julia. Na, wie geht's dir? Schau, ich habe ein Geschenk für dich. Oh, toll, das ist ja lieb von dir. Die sind ja wunderschön, meine Lieblingsohrringe, goldene Hänger. Woher wusstest du das? Tja, ich weiß einfach alles über dich. Oh, danke, lass dich umarmen. Das muss ich aufnehmen. Ich gebe mich nie wieder her. Hey Flip, lang nicht gesehen. Na, wie läuft's so? Hi Nico, aber wir hatten ja noch bis vor 3 Minuten Mathe zusammen. Ja, ich weiß. Aber was ist schon Zeit, wenn man darin herumreisen kann? Zeitreisen? Wie meinst du das? Jetzt
tu nicht so. Ich hab dich beobachtet. Die Fernbedienung, die ich dir geschenkt habe, funktioniert doch. Na und? Ich will sie zurück. Nein, du hast sie mir geschenkt, also gehört sie mir. Gib sie her, das ist meine. Lass mich in Ruhe. Was? Nicht die Pausetaste. Welche, dir? Nein. Ah, super. Herzlichen Glückwunsch auch. Bist du jetzt zufrieden? Ha, du hast doch angefangen. Mann, ey, gibt's was Schlimmeres, als mit dir in der Zeit eingefroren zu sein und sich deine ungefilterten Gedanken anhören zu müssen? Ja, meinst du, mir macht das Spaß? Außerdem juckt's mich am Hinter. Keine Details, bitte. Oh Mann, wie lange dauert das denn noch? Keine Ahnung. Vielleicht ist die Batterie von der Fernbedienung gerade machen? Vielleicht bis zur nächsten Folge. Okay, jetzt hängst du auch noch. Nee. Stimmt was nicht? Ja, also. No, no. Zeichen für Beginn. Wahnsinn. Oh Mann, Nico, bist du blöd? Ich hab ja keine selbst geschrieben. It's Disney Time. Diese Helden halten euch auf Trab. Mit den verrücktesten Tricks und den lustigsten Gags. Darkwing Duck, Goofy und Max, Disneys Aladdin, Timon und Pumba, Lilo und Stitch, Quackpack, Onkel Dee und die Boys und Disneys Herkules. Eure Lieblingsstars legen sich ins Zeug. Disney Time, immer Sonntagvormittag bei Kabel 1.